So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir können mal wieder Waldkurzwissen machen, haben wir lange nicht gemacht. Und es geht um dieses Bäumchen hier. Dazu erstmal ein ganz toller Witz, der mir eben eingefallen ist. Ich habe lange drüber nachgedacht. Nämlich, was ist der Unterschied zwischen amerikanischen Forstleuten und deutschen Forstleuten? Naja, die Amerikaner nennen ihren nationalhöchsten Baum Hyperion. Wir nennen unseren nationalhöchsten Baum Waldraut. Entschuldigung, ich finde den gut. Das sagt wirklich viel über die deutsche Forstmentalität aus. Egal, das ist Deutschlands höchster Baum. Ist nicht Deutschlands dickster Baum, aber eben Deutschlands höchster Baum. Und ich vermute, das konnte ich jetzt aber nicht hundertprozentig bestätigen, es wird mindestens, was gescheites Holz angeht, auch Deutschlands massereichster Baum entsprechend sein. Also wie gesagt, mindestens beim gescheiten Holz. Das Teil ist nämlich viel höher als vergleichbare andere entsprechend auch dicke Bäume. Und Douglasie hat eine eher günstigere Formzahl, als es zum Beispiel eine Fichte hat. Und Formzahl ist der Wert für die Zylindrigkeit eines Baumes. Kegeligkeit. Ja, also ein Baum ist ja, der Stamm ist ja in irgendeiner Form ein sehr langgezogener Kegel. Der ist unten am breitesten und an der Spitze am dünnsten. Und deswegen muss man da immer ein bisschen rumrechnen. Wenn man einfach nur die Fläche nimmt auf unten und sie bis hoch rechnet, dann kriegt man ja viel zu viel entsprechend Holzvolumen zusammen. Ja, Waldraut vom Mühlwald steht im Stadtwald Freiburg und ist mit bei letzter Messung 2019 67 Metern und 18 Zentimetern der mit Abstand höchste Baum Deutschlands, der je gemessen wurde. Das muss man vielleicht dazu sagen, ja. Die Frage des höchsten Baumes ist immer damit kombiniert, dass man nur sagen kann, des höchsten Baumes, der je gemessen wurde, beziehungsweise aktuell gerade noch steht und gemessen wurde. Das kommt nämlich erschwerend dazu. So, und jetzt gucken wir da mal hoch. Und dann stellen wir fest, ja scheiße, das Teil ist lang. vor allen Dingen muss man zur Kenntnis nehmen, wir haben hier eine astfreie Stammlänge von circa 30, 32, 35 Metern. Ich tue mich da wirklich schwer, das zu schätzen. Das ist so ein Ausnahmeexemplar. Da gelten die normalen Regeln zur Schätzung von Baumhöhe hier jetzt nicht so richtig. Und allein das ist natürlich schon ein Mordsrekord, da dahinterher sehr wohl noch eine entsprechende Krone kommt. Und die Krone ist in diesem Fall sicherlich nochmal fast den halben Baum hoch. Also ja, das kommt dann ungefähr hin, ne? Also erstmal, sagen wir mal, 35 Meter Stamm und dann nochmal 30 Meter Krone, 32 Meter Krone, sowas um den Dreh. Und das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Also für jemanden, der Bäume gern mag, ist das hier natürlich ein entsprechender Wallfahrtsort. Ist eine Douglasie, wie der Kundige sofort hier an der Rinde entsprechend erkannt haben dürfte. Sie ist 107 inzwischen. Das ist für eine Douglasie kein besonders beeindruckendes Alter. Und dementsprechend wächst sie auch noch. Und sie hat auch noch ein Höhenwachstum. 2013 hat man gemeint, das Höhenwachstum läge sowas um die 30 cm im Jahr, was durchaus realistisch ist, zumal der Baum, wie gesagt, noch nicht sonderlich alt ist. Und wenn sie die letzten Jahre noch Höhenwachstum hatte, dann ist anzunehmen, dass sie auch damit noch eine Weile weitermachen wird. Wir wissen aus Amerika, dass Douglasien eine vermutlich auch irgendwo ein bisschen genetisch fixierte Maximalhöhe von 85 Metern ungefähr erreichen können. In Anbetracht dessen, dass die dann bei dieser Höhe nochmal erheblich älter sind als Waldraut, kann man schon die Vermutung hegen, dass Waldraut auch irgendwann die Douglasien-Maximalhöhe erreichen könnte. Und spätestens dann, wenn das der Fall ist, ist Waldraut der mit Abstand höchste Baum Europas. Ja, spätestens dann. Eventuell ist sie auch jetzt schon der höchste Baum Europas.
So, für Freunde der Zahl gibt es hier dieses Monument mit entsprechenden Daten. Man kann zum Beispiel entnehmen, 2006 war Waldraut 95 cm dick, 2014 schon 101 cm. Das heißt, auch das Dickenwachstum, das findet bis ins hohe Alter sowieso statt. Wenn wir in 100 Jahren wiederkommen, also falls sich zufällig jemand unter den Zuschauern befindet, der die Chance hat, in 100 Jahren wiederzukommen, dann dürfte das nochmal erheblich mehr sein. Und damit steigt auch exponentiell dann, also nicht exponentiell, aber massiv auch das Volumen an. Denn es gibt hier Angaben zum Volumen. Einmal 2006 waren es 25 Kubikmeter, 2014 waren es 26 Kubikmeter. Ich habe es auch mal ausgerechnet daheim. Ja, mit den Zahlen, die ich gefunden habe. Elle-Wert, und der ist von der FVA vermutlich, also von der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass die das besser können als ich. Aber ich bin, wohlgemerkt aber auch auf Vorratsfestmeter, und das könnten Erntefestmeter sein, das da, bin ich auf, was bin ich gekommen, 36? Das wäre natürlich absolut irre. Ja, aber Vorratsfestmeter, wohlgemerkt. Vorratsfestmeter beinhalten die Rinde und den Zopf, ja, und das untere entsprechende Stammstückchen dann auch noch irgendwo. Und da kommt dann also normalerweise, bei den meisten Bäumen kann man sagen, Erntefestmeter zu Vorratfestmeter, dann sind Erntefestmeter 19% weniger. Ja, und wenn man jetzt von meinen 36 19% abzieht, dann kommt man ungefähr ja fast auf das, was da steht. 29. Bitte? Grob auf 29. Grob auf 29, ja, und das wären dann 3 mehr, als Sie hier berechnet haben. Das heißt, meine Berechnung kann so falsch nicht gewesen sein. Gut, ja, Waldraut vom Mühlwald. Was ist das jetzt? Umfang. Ach, Umfang interessiert keinen. Höhe hier, das ist das Originalhöheplättchen, wurde geklaut. Hier hängt jetzt die Alternative. Und da sehen wir eben diese 67,18. Was der letzte gemessene Wert entsprechend darstellt. Die Besonderheit ist, warum ist das Teil hier so wahnsinnig hoch? Ja, dann guckt mal hier in den Wald. Und ich mache an dieser Stelle, werde ich noch ein paar Fotos einspielen, beziehungsweise hinterher am Ende vom Video, gerade noch ein ganz paar Fotos von dem Wald der Umgebung. Warum mache ich das? Einfach mal, um zu sehen, dieser Wald hat fast bis auf eine Edelkastanie, die ich gesehen habe, und eine abgestorbene Douglasie, ist dieser Wald 2020 fast vollständig ungeschädigt. Also, ja, okay, teilweise gibt es ein ganz bisschen was. Aber verglichen mit vielen, vielen anderen Wäldern sieht der hier sehr, 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 sehr vital aus. Sehr, sehr, sehr vital. Und das ist dann schon verdächtig, dass es sich hier also wirklich um einen absoluten Top-Standort handeln muss hinsichtlich der Wasserversorgung. Wie man sieht, sind wir hier auch am Hang. Ne? Da geht's runter. Also hier steht Waldraut, und hinter Waldraut geht's auch direkt entsprechend den Hang runter. Man kann es hoffentlich erahnen. Und es geht da hinter mir den Hang auch entsprechend hoch. Und das ist wichtig, weil so mittlere Hanglage ist ideal. Denn alles Wasser, was oberhalb fällt, fließt logischerweise den Hang runter. Im Boden, oberflächlich, was auch immer. Aber alles Wasser, was oberhalb fällt und nicht sofort von den Pflanzen verbraucht wird, kommt irgendwann hier an Waldraut vorbei, und Waldraut kann es aufnehmen. Alles Wasser, das unterhalb von Waldraut fällt, okay, damit kann sie nichts anfangen. Aber mittlere Anlage ist schon recht gut, weil zu viel Wasser ist auch blöd. Und für eine Douglasie, die jetzt zwar Wasser benötigt, aber jetzt auch nicht unglaubliche Mengen, damit kann sie auch nichts anfangen, wäre eine Lage unten im Flussbett, was zu viel Wasser gibt, dann auch wieder scheiße. Und so haben wir hier schon einen ziemlich idealen Standort. Das allein reicht allerdings immer noch nicht aus, um zu erklären, warum das Ding so immens gigantisch ist. Und das kann man jetzt wirklich wahrscheinlich nur noch mit individuellen Genen, individuellen Gründen und irgendwelchen Sachen, die noch nicht ganz erforscht sind, erklären. Ja? Also ein gewisses Rätsel stellt sie dar, die gute Waldraut. So, nochmal einmal den Blick den Baum hoch. Einfach, weil es so schön ist. Und ja, ich meine, dieses Foto findet man auch zig im Internet. Und im Grunde haben wir es jetzt gesehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Dimension für mich als Baumfreund
wirklich, wirklich beeindruckend. Zu finden ist das Teil einfach auf Google. Einfach mal höchster Baum Deutschlands bei Google Maps googeln, dann findet ihr das Ding. Also ist nicht geheim. Das kann ich ruhig verraten, glaube ich. Bisschen abgelegen, muss man ein Stückchen laufen, aber dann kommt man da auch hin. Ja, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal und tschüss.